Puh, Leute, wir waren verschnaufen und ja, zwar in einem Biergarten und wir wollten eigentlich ja nur ein bisschen entspannen und was essen. Nur mal so, auf die Schnelle. Gestärkt sind, so auf die Schnelle und so. Was man ja eigentlich dann auch bei so einem Biergarten erwartet, wenn man, was auch wirklich Biergarten irgendwie am Schloss Nordkirchen heißt oder irgendwie was. Und ja, es hat sich aber doch als etwas längerer Aufenthalt entwickelt. Das Ding war so wenig besetzt und wir haben gewartet. Ich glaube, wir haben auf eine normale Pommes, wir haben wirklich nur eine Pommes gegessen, Spezial. Da haben wir über eine halbe Stunde gewartet. Und Kaffee ähnlich, überall um uns herum, also die paar Leute, die da waren, die waren alle nur am Warten. Für einen Kuchen mussten welche 45 Minuten warten und oder so. Und die neben uns hatten irgendwie ganz viel Schnitzel und so bestellt. Die hatten irgendwie auch eine halbe Stunde drauf warten müssen. Und das Schlimme war einfach, es war überhaupt nicht so voll, sodass die hätten überfordert sein können. Ja, es war wirklich nichts los eigentlich. Also, naja, das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Wir sind ein bisschen müde geworden dadurch, dass wir total lange warten mussten. Aber jetzt bin ich froh, dass wir wieder ein bisschen laufen können. Deswegen, ich hatte dann auch keine Lust mehr, meinen Kaffee richtig zu genießen. Und wir gehen jetzt nochmal zum Schloss und schauen einfach da rein. Genau, jetzt geht's wieder weiter. Wir sind wieder fit. So, Achtung, jetzt kommt Klugscheißern. Ja, jetzt kommt Klugscheißern. Wie gesagt, wir mussten so lange da warten und irgendwann kamen wir auf die Idee, nicht nur die Bewertungen von der Gaststätte zu gucken, die nicht unbedingt positiv ausfielen, sondern eben auch mal ein bisschen über das Schloss zu lesen. Wir haben jetzt nicht viel gelesen, nur mal kurz überflogen. Aber es ist das größte Wasserschloss Westfalens. So viel habe ich rausbekommen. Und es war tatsächlich auch mal oder diente tatsächlich auch mal als Filmkulisse. Und zwar bei dem Fernseh, ich weiß gar nicht mehr, war es ein Zweiteiler oder ein Vierteiler mit über die Krupps, die Familie Krupp. Den hatte ich nämlich auch mal gesehen. Und dann beim Film Nicht mit Leo. Da erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran. Ich kenne den Titel noch, aber ich kann jetzt irgendwie nicht zuordnen. Aber bei diesen Filmen diente das Schloss als Filmkulisse. Ja. Jetzt wisst ihr voll Bescheid. Ja, und sonst habe ich wieder alles vergessen. Oh, das hat bei ihm nicht lange angehalten. Super tolle Infos. Ne? Auf also, ganz geringem Niveau. Ich meine, größte Wasserschloss Westfalens, habe ich mir gemerkt. Wow. Ich glaube, ich habe doch gerade dein Gehirn weggeschnipst. Ja, der hatte mir irgendwie einen Krümel am Kopf weggemacht. Ich meinte nicht, dass mein Gehirn. Und weg war's. Weg war's. Und hier ist alles vollgeschissen. Alles. Uap. Ja. Es ist wirklich ein bisschen pupsig. Ja, das Doofe ist, ich hätte mich gerne da so rübergebeugt, mal runtergeguckt und so. Aber leider, überall Pup. Ja. Ja, wir haben uns informiert. Es ist, wie es ist. Ja, wir dürfen nicht filmen bei der Führung durchs Schloss. Strengstens verboten, hat man uns gesagt. Fotos und Film, strengstens verboten. Wir waren dann auch eben mal kurz im Restaurant. Ich habe ein bisschen heimlich gefilmt da am Eingang. Nur mal die Preise gucken. Also es war doch gut, dass wir in diesem schlecht bewerteten Biergarten... Als Beispiel, ein kleines Tomatensüppchen kostet schon 15 Euro. Ja, ist schon krass. Ja. Naja, wir warten jetzt noch eine halbe Stunde bis zu der Rundführung und dann müssen wir mal schauen. Ach, wir sitzen.
sitzen jetzt hier so ein bisschen. Ein halbes Stündchen haben wir noch ungefähr bis zu der letzten Rundführung für heute, die wir uns einfach mal hereinziehen werden und mal schauen. Und es ist immer noch super warm. Also jetzt ist es sogar noch wärmer, finde ich. Also es knallt richtig und ich habe einen Sonnenbrand. Ja, Jenny ist schon rot am Rücken. Ja, sieht man das? Ich habe hier auf dem Arm, auf der Schulter schon. Also es ist richtig rot, hat er gerade gesagt. Aber ich habe auch relativ helle Haut, deswegen geht es bei mir sehr schnell. Ich sage ja, von der Haut her hätte ich eine Rothaarige werden müssen. Ich bin mal gespannt, ob mir da morgen der Schädel brummt. Ja, nicht unbedingt geschützt. Ja. Jedenfalls so wirklich schön hier, muss ich sagen. Also nächstes Mal, wenn wir kommen, werden wir bestimmt auch mal ein bisschen Fressalien, Deckchen oder so, ne? Ein nettes Picknick und so. Kann man sich richtig gemütlich hinsetzen. Ja, wir waren drin. Jo. Eine knappe Stunde hat die Führung gedauert und Jenny war es doch noch zu kurz. Ja, weil man hat gar nicht so viel gesehen. Also wir haben nur so ein paar Räume gesehen. Die sahen aber auch richtig prunkvoll und toll aus. Ja, sah schon cool aus. Und da war ein Raum komplett voller Spiegel. Der war so gerade und links und rechts waren überall Spiegel. Ja. Das war richtig krass. Ganz weißer Raum, überall Spiegel. Und wo einmal Raum an Raum aneinandergereiht war. So eine ganz lange Strecke. Aber richtig schön und dann so Seidentapeten, so rote und rosa und blau. Ach, irgendwie möchte man doch irgendwie hier wohnen. Leider hat man eben aus dem Gebäude viele der Originalmöbel entfernt. Die sind irgendwelchen Museum und was weiß ich zugute gekommen. Mhm. Oder die haben sich die gekrallt. Ja. Ist natürlich schade. Und das Gebäude wird tatsächlich für Schulungen genutzt und so. Also ja, ist schon krass. Ja, irgendwie schon krass, in so einem Gebäude dann zur Schule zu gehen. Ja, das stimmt. Ja, es fing alles in so einer prunkvollen Kapelle an. Hinter uns seht ihr eigentlich gerade die Räume, wo wir drin waren. Wir durften ja nicht drinnen filmen, aber ich habe versucht, ein bisschen durchs Fenster zu filmen. Ist aber leider, da die Sonne direkt drauf scheint, nicht so einfach. Also ein paar Ausschnitte zeige ich euch, aber ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Aber jedenfalls fing alles in dieser Kapelle an. So, wir mussten mal ganz kurz den Platz wechseln. Ja, das war so hell, die Sonne schien mir so ins Auge, das tat richtig weh. Ja, es war doch ein bisschen sehr grell und es knallt immer noch, obwohl wir jetzt schon 18 Uhr haben. Ja, es ist richtig warm. Hm. Jedenfalls eine richtig nette Dame, die uns da rumführte und die hat uns so viel erzählt. Ich weiß nicht, ich habe schon nach den ersten... Die konnte sich Namen merken, unglaublich. Ich habe nach den ersten 5 Sätzen habe ich schon alles verloren. Also da war ich schon nicht mehr dabei irgendwie. Mhm. Und, aber man war auch sehr abgelenkt durch die Räumlichkeiten, weil die natürlich interessant für einen waren irgendwo auch. Und es ist schon Wahnsinn jedenfalls, was die Dame so drauf hat und da erzählt hat über die Künstler, über die vorherigen Besitzer und so und die ganzen Familienzusammenhänge und... ich kriege nicht das Geringste zusammen. Ich weiß noch nicht mal mehr einen Namen. Aber ich fand interessant zu erfahren, dass hier wirklich keiner lebt. Hier wohnt keiner. Das Einzige, also hier in diesen Räumen gar nicht. Das sind alles nur Schulungsräume. Und irgendwo hinten wohnen dann die Studenten. Aber hier lebt echt kein königliches oder kaiserliches oder ehemaliges Paar oder sowas. Gar nichts. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, im Krieg ist dem Gebäude überhaupt nichts passiert. Weil das war damals in Besitz von einem Deutsch-Belgier oder so. Der hatte, glaube ich, belgische und deutsche Staatsangehörigkeit, lebte aber in Belgien. Aber um das hier zu schützen, hat er oben eine belgische Flagge draufgeknallt und die Dächer alle mit einem roten Kreuz gemacht. Also als wenn das hier alles nach Lazarett aussehen würde. Und so ist dem Gebäude nie etwas passiert im Krieg. Das habe ich mir noch gemerkt. Und auch bevor dieses Gebäude hier, also dieses Schloss hier aufgebaut wurde, stand hier eine Burg. Man hat hier die komplette 1600 noch was. 1600 noch was. Man hat also die komplette Burg platt gemacht. Ja. Und man sich dachte, wir bauen hier lieber ein Schloss hin. Ja, das Bild der Burg sah auch ein bisschen komisch aus. Da kann man jetzt nicht so viel erkennen. Ja, ein bisschen aus dem Kinderbild. Aber war 1600 noch was gewesen. Also schon sehr, sehr, sehr lange. Ja. Naja, also wirklich
sah wirklich toll drin aus. Wir hätten gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Und, ja. Also da hat man auch so ein altes Frauenbadezimmer gesehen mit so blauen Steinen, also so Marmorsteinen an der Wand. Richtig toll. Und so eine Frauenkapelle hat man auch noch gesehen mit so rosa Marmor und so. Also das ist ja irgendwie so, wenn man das als Frau sieht, so irgendwie schön. Und irgendwie so ein Kronleuchter, ich weiß nicht, 6 Cent oder irgend sowas wog. Ja. Also, so richtig mit Goldspray angesprüht und dann hatten wir auch so Glassteine so, dran und so. So Seidentücher gezeigt mit Goldstick, so mit Goldfäden bestickt. Das war auch cool, soll wohl richtig wertvoll und teuer sein. Ja, in der Kirche war das, ne? Direkt und das soll schon so brüchig sein, dass sie das hinter Glas versteckt haben oder verputzt oder keine Ahnung. Ja. Ja, jedenfalls war auf jeden Fall richtig interessant und wir waren eigentlich froh, dass wir doch mal reingeschaut haben. Doch, ne? So hat man. Aber ich hätte gerne noch viel mehr Räume gesehen, weil hier ist riesig alles. Wir haben irgendwie nur, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Räume gesehen. Ja, ein bisschen oder so. Mehr, aber viel also mehr war es wirklich nicht. Und die sahen sich halt alle recht ähnlich, die Räume. Ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr gesehen. So noch so ein Schlafzimmer mit einem riesen Bett oder sowas. Aber die Möbel waren ja sowieso schon wieder raus. Ach, wir haben ein schattiges Plätzchen gefunden, weil wir brauchen jetzt ein bisschen Schatten. Boah, also das ist echt anstrengend. Also ihr seht das vielleicht, ich bin irgendwie rot an manchen Stellen. Ich habe schon ein bisschen Sonnenbrand bekommen. Mhm. Also meine Haut ist da sehr empfindlich und es geht auch sehr schnell. Deswegen, naja, wir haben uns jetzt in den Schatten geflüchtigt. Geflüchtigt? Und machen jetzt auch hier Schluss. Ja, wir machen jetzt. War schön mit dir. War schön mit dir. Ja. Wir haben uns gemocht. Wir haben es eigentlich gemocht dieses ganze Jahr und ich denke, ist jetzt vorbei mit den Spinnern und so. Nein, ach komm. Nicht, dass sie jetzt hier ausschalten, müssen noch denken. Ja, nein, aber wir machen hier jetzt Schluss mit dem Video. Ja. Und war aber schön. Wir haben irgendwie so den ganzen Tag hier verbracht und war richtig toll. Ja, aber jetzt ist man irgendwie auch so kaputt. Wir lassen die Eindrücke jetzt noch ein bisschen auf uns wirken, kühlen uns hier noch ein bisschen ab und dann setzen wir in das kochende Auto, was bestimmt auch richtig heiß sein wird, oder? Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir mit dem tollen Navi wieder zurückfinden. Ja, Navi-App. Boah. Sehr gut. Sehr gut. Ja gut, das war's dann mit Schloss Nordkirchen. Dann macht's gut und ciao. Danke fürs Zugucken. Tschüss. Ciao.